lächerlich. Aber bei mir, da kennt man ja wenigstens nur die Stimme, nicht wahr, Herr Melcher? Aber da unser Management, ja, 20% von jedem Bühnenauftritt bekommt. Das sind ja dann rechnerisch 40, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Aber 40% aus Merchandising-Produkten bekommt, hat sich unser Manager jetzt einfallen lassen, die Herr Melcher Aufklärungspuppe auf den Markt zu bringen. Ja? Herr Melcher wird demnächst fester Bestandteil jedes Biologieunterrichts in der 8. und 9. Klasse unter dem Titel Auch dicke Pflanzen sich fort. Alpha Melcher mal anders rein. Ja, aber Frau Schmitterlein, 80% aus Merchandising-Produkten wären es ja, wenn es zwei Aufklärungspuppen wären. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was unser Manager mir gerade am Telefon erzählte, wäre weiter. Hast du in der Pause nichts gesagt? Davon habe ich Ihnen in der Pause nichts gesagt, hä? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Biologieunterricht, 7. Klasse, hä? Hier so eine Melcher-Aufklärungspuppe und eine Schmitten-Aufklärungspuppe. Klein Jacqueline und Christopher übeln den Geschlechtsakt. Und jetzt denken Sie sich mal aus, was dabei herauskommt, wenn im Biologieunterricht Herr Melcher und Frau Schmitten sich warnen. Melcher. Schmitten. Ja. Schmitten. Melcher. Das Schmelcher. Genau, Frau Schmitten. Das Schmelcher. Dann definieren wir doch mal das Schmelcher. Schmelcher, komm mal, das doch. Das Schmelcher ist ein eher missverstandenes und missgestaltetes Tier. Allein seinem entstellten Äußeren ist es zu verdanken, dass es keine Feinde hat.